Hallo, ich bin Juan Carlos Falcón und ich komme aus Palma de Mallorca in Spanien. Wahrscheinlich kennt ihr das schon. Ja, und wie ihr seht, ich nehme heute von zu Hause auf, weil heute der erste Tag von diesem harten Lockdown ist. Und deswegen nehme ich hier heute auf. Was kann ich euch erzählen über Weihnachten auf Mallorca? Also im Prinzip ist gar nicht so unterschiedlich wie hier in Deutschland. 24., 25., 26. machen wir Familie, mal zu Hause, mal gehen wir aus im Restaurant. Und ja, bei uns ist es ein bisschen anders in meiner Familie, weil meine Eltern kommen aus dem Festland und meine Mutter kommt aus Katalonien und mein Vater kommt aus Südspanien. Und ja, wir sind irgendwann auf Mallorca gelandet. Da sind wir geboren, meine Geschwister und ich. Und deswegen unsere Hauptfamilie, Omas, Opas, sind alle im Festland. Über Weihnachten ist es immer schwierig, dann zusammenzukommen. Aber ja, aber es ist trotzdem sehr traditionell. Advent feiern wir nicht so sehr wie hier in Deutschland, aber ja, dafür Silvester, so wie hier. Der einzige Unterschied ist bei uns als Kinder, die Geschenke haben wir bekommen immer am 6. Januar, am Drei Heilige Könige. Was eigentlich sehr schön ist, weil die Drei Heilige Könige gibt es eine große Parade und wir sind immer gelaufen bis zum Hafen. Da sind immer die drei heilige Könige mit dem Boot gekommen, beziehungsweise mit dem Schiff. Gut, bei uns war es damals ein einfacher Fischerschiff, wahrscheinlich ist es im Moment eher so eine Yacht. Aber und dann sind wir einfach nochmal, da hat die Parade angefangen und da sind wir dann nach Hause gelaufen, nochmal zurück. Haben wir gesehen, wie sie vorbeigeschaut haben und uns Süßigkeiten geworfen haben. Und dann sind wir ganz schnell hochgegangen in der Wohnung und haben wir unsere Geschenke ausgepackt. Nachteil, meistens am 7. Januar mussten wir in die Schule gehen. Deswegen gab es nicht so viel Zeit, um mit unseren Geschenken zu spielen und zu genießen. Deswegen hat sich, glaube ich, im Laufe der letzten 10, 15 Jahre ganz schnell geändert und wir bekommen die Geschenke ganz normal am Heiligen Abend. Ja, und Essen und Trinken ist natürlich auch sehr angesagt. Ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Süßigkeiten, zum Beispiel in Spanien zu essen oder beziehungsweise auf Mallorca. Aber im Prinzip, es geht nur darum, dass man einfach eine schöne Zeit verbringt, dass man ein paar Kilos zunimmt. Und ja, so ist es halt. So, am Schluss wollte ich euch einfach nur euch allen eine schöne und frohe Weihnachten wünschen. Auch in diese schwierigen Zeiten und einen guten Rutsch in neues Jahr. Bleibt bitte gesund und einen ganz, ganz lieben Gruß an alle meine Kolleginnen und Kollegen von dem Ensemble. Die sind alle sowas von nett und begabt und wir verstehen uns wirklich so, so gut. Ich bin sehr dankbar und froh, dass ich hier arbeiten darf. Also lieben Gruß und bis ganz bald. Hoffentlich auf die Bühne. Ciao, ciao.